Hallo und herzlich willkommen bei kaputt.de. Wir zeigen euch, wie ihr einfach die Vibration austauscht. In der Videobeschreibung findet ihr dafür notwendigen Ersatzteile und Werkzeuge, welche ich ebenfalls verwende. Also nehmt das Werkzeug in die Hand und lasst uns anfangen. Die zwei Schrauben an der Unterseite des iPhones werden gelöst. Mit Hilfe eines Saugnapfes, das auf dem Display haftet, und einem flachen Hebelwerkzeug fahren wir entlang der Displaykontur. Nun kann das Display leicht ein Stückchen angehoben werden. Bevor wir das Display entnehmen können, entfernen wir die Flexkabelabdeckung, um anschließend die Flexkabelverbindung lösen zu können. Wir können jetzt die Fehlschrauben lösen und entfernen danach die Flexkabelabdeckung. Anschließend lösen wir drei Flexkabelverbindungen. Wir entfernen die drei Schrauben von der Vibration. Um sie dann anschließend entfernen zu können. Nun setzen wir die Vibration an ihren Platz. Zunächst schrauben wir die drei Schrauben locker an, um sie danach fest zuzuziehen. Dies erleichtert die Fixierung. Die Display-Flexkabel werden mit der Platine verbunden. Danach wird die Abdeckung platziert und mit den unterschiedlich vier großen Schrauben befestigt. Das Display wird zunächst mit der oberen Seite an den Rahmen gedrückt, wobei die untere Seite noch angehoben bleiben muss. Damit wir das letzte Flexkabel verbinden können. Mit Hilfe einer Pinzette und flachem Werkzeug wird diese nun verbunden. Und anschließend die Abdeckung eingerastet. Nun ist es uns möglich, die untere Seite zuzudrücken. Mit den letzten zwei Schrauben wird dies nun zugeschraubt. So Leute, nun haben wir eigenständig eine Vibrationsreparatur vorgenommen. Falls euch unsere Videoanleitung gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo unseres kaputt.de Kanals freuen. Wenn ihr unsicher seid, ob ihr diese Anleitung eigenständig durchführen könnt, habt ihr die Möglichkeit, auf kaputt.de einen freundlichen Dienstleister in eurer Nähe zu finden, dem ihr diese Arbeit abgeben könnt. Ich wünsche euch einen unkaputtbaren Tag und freue mich auf ein Wiedersehen. Bis dann!